Moin, Johannes hier und ich habe mal wieder einen neuen Gegner aufgetan. Jazzy Chesser hat sich bereit erklärt, mit mir zu blitzen. Das ist auch ein Deutscher, der hier auf Lichess aktiv ist und der heute so lange online war, dass ich ihn irgendwann einfach gefragt habe, ob er Bock hat, eine Runde zu spielen, eine Runde zu blitzen. Und das tun wir jetzt auch mal. 5 Minuten Bedenkzeit. Und er spielt das, was man hier oft auf Lichess sieht, D4 und dann C4 hinterher. Ich habe gelernt, dass man hier den das Gambit besser nicht annimmt und dass man auch besser nicht mit dem Läufer hier nach B4 zieht, sonst kommt Dame A4 mit Schach und Läuferverlust. Beziehungsweise nicht direkt Läuferverlust, musste mit Springer hierher, aber ich glaube, das kann man besser vorher schon machen. Eröffnungstheorie ist nicht meine große Stärke, das wissen alle, die meine anderen Videos kennen und das wird wahrscheinlich auch Jazzy Chesser gleich kennenlernen. Hoffentlich weiß er es noch nicht, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen bluffen, aber spätestens ab der zweiten Partie ist dann klar, wie der Hase mit mir halt läuft. Ja, was machen wir? Den Läufer würde ich gerne entwickeln. Aber so richtig schöne Felder habe ich dafür nicht, dann gehen wir halt nur ein Feld nach vorne. Spielen wir nur Läufer E7. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Zug. Jo, Zeit zu rochieren. Wenn er schlägt, schlage ich zurück. Kann man mal als Pre-Move einloggen. Das ist, denke ich, ungefährlich. Und jetzt kann ich hier mit dem Bauern zurückschlagen. Kann im Zweifel auch nochmal schlagen. Deswegen wird Jazzy Chesser hier wahrscheinlich den Bauern nicht nehmen mit dem Springer. Die Frage ist, was habe ich dann an Ideen? Ich könnte jetzt den weißfeldrigen Läufer, nachdem hier das Feld geräumt ist, auf E6, könnte ich besser entwickeln. 4 Minuten haben wir beide noch etwa Restzeit. Vielleicht hierher nach F6, F5, Entschuldigung. F5. Könnte natürlich auch den Läufer ein bisschen zurückschieben. Der hat gerade nicht so wirklich viele schöne Felder, das mache ich mal. Wahrscheinlich wird er hierher zurückgehen. Oh, okay, das geht auch. Ich muss mich halt auch irgendwie entwickeln, sodass ich Platz kriege. Also ich habe gerade eine Fernschachpartie laufen, in der ich mich einfach zu sehr einengen lasse. Und wenn man dann so wenige Felder hat, dann ist es einfach auch viel unwahrscheinlicher, dass man dabei ein gutes Feld hat, auf dem man eine Figur unterbringen kann. Also sollte man sich durchaus auch Kontrolle über ausreichend Raum sichern. Beide haben wir das Läuferpaar, weil auch noch keine Leichtfiguren gefallen sind. Aber meins arbeitet noch nicht so richtig fluffig zusammen. Vielleicht gehen wir mal hierher, um den Abtausch hier voranzubringen. Ich drohe jetzt E3 zu schlagen. Der Abtausch hier hinten ist für mich okay. Wenn Jazzy Chesser das machen wollen würde, davon gehe ich aber nicht aus. Deswegen habe ich den Springer hinten geparkt. Von da aus kommt er immer noch wieder gut ins Spiel. Kann auch über F6 gehen, vielleicht nach E5, E4 hier, wenn es die Lage irgendwann mal hergibt. Und jetzt haben wir beide noch etwa 3,5 Minuten Bedenkzeit. Der weißfeldrige Läufer ist immer noch ein Problem. Hier passt er jetzt gar nicht mehr hin, seit der Läufer von Jesse hier das Feld deckt, kann ich den nicht rausnehmen. Der Bauer ist gefesselt. Ja, droht hier die Gabel. Kann nicht schlagen wegen der Dame, die hier auf dem König drauf ist. Die Gabel würde ich gerne unterkriegen. Hat er irgendwas zum Ablenken der Dame? Hat er nicht da. Da ist die Gabel. Da ist die Gabel mit Damengewinn. Bisschen was kriegt er für wieder, aber das war kein Weg, auf dem man aus dieser Gabel rauskommt, die lange Rochade. Den kriege ich noch mit dazu, weil der Turm hier keine Gefahr ausstrahlt. Wenn er rüberkommt, dann zieht die Dame halt weg, irgendwo hin, nach links oder nach rechts zurück. Schräg natürlich. Hier Schach. Jetzt versuche ich natürlich Material zu tauschen und gleichzeitig aber nicht passiv zu werden. Es gibt ein paar Partien, in denen ich das dann zu passiv weitergespielt habe, in dem Glauben, dass das einfach so zu Ende läuft und dass der Gegner schon genug Fehler machen wird, um dann zu verlieren. Das passiert in der Regel nicht. Also ich versuche jetzt schon auch nach wie vor zumindest den Abtausch zu forcieren. Man kann ihn nicht immer erzwingen, aber man kann schon deutlich machen, dass man da jetzt
starkes Interesse dran hat. Und ich möchte, dass Jesse Chester hier keinen Stich mehr macht. Und dafür muss man dann eben auch ein bisschen nachhelfen. Es reicht jetzt nicht, obwohl ich so viel Materialvorsprung habe, einfach zu sagen, ja, läuft schon. Okay, er macht seinen Turm nochmal frei. Das ist auch richtig, denke ich. Hierher, weil ich jetzt schöne Schachs habe. Auf den beiden Feldern hier auch noch zusätzlich. Ich möchte jetzt dann den Turm und die Dame irgendwie so auf der Seite des Brettes haben, dass ich die miteinander koordinieren kann. Schach hier hinten. Und jetzt. Zwei 30 Zeit, also an Zeit mangelt es wirklich nicht. Vielleicht hierher, dann hier nochmal einen Turmabtausch zu erzwingen. Und dann hätte ich die Dame gegen den Springer, aber was ich eben gerade schon angekündigt habe, er wehrt sich. Und deswegen kann ich schon mal den Trick hier nicht spielen. Turm D1. Mit Schach. Da steht jetzt ein Springer dazwischen und den würde ich natürlich gerne, ihr ahnt es bereits, abtauschen. Auch in der Hoffnung, dass er sich da nicht ewig gegen wehren kann. Er könnte wieder hier zurück nach E4, aber er hat sich für den Tausch entschieden und ich glaube, dass ich jetzt auch den zweiten Tausch durchkriege, weil er kriegt das Feld hier hinten nicht mehr gedeckt. Mit Schach. Und jetzt würde ich halt gerne diesen Springer irgendwie nochmal befragen. Der Bauer hier müsste hängen. Ich darf jetzt auf keinen Fall nochmal in eine Gabel reinlaufen zwischen Dame und König. Der einfachste Weg, das zu verhindern, ist, dass man die beiden weit auseinander stehen lässt. Jetzt ist das einzige Schach, was gegangen wäre, hier. Das wäre auch die Gabel gewesen. Ich kann aber den Springer da zurückschlagen. Schach von meiner Dame erstmal. Ich darf nicht zu viel reden. Wenn er jetzt hier runterkommt, dann habe ich. Oh. Ja, gut. Vielen Dank, Jesse Chesser. Wahrscheinlich kann man das an der Stelle aufgeben. Ich denke, da hast du recht mit. Wir gehen mal ganz kurz ans Analysebrett. Aber ich glaube, dass es relativ ausgeglichen war am Anfang. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich übermäßigen Vorteil hatte, bis zu dieser Gabel halt, die dann hier tödlich einschlägt. Aber die Engine wird uns das im Detail erzählen. Dafür ist sie da. Unvorstellbar, wie das früher war, als man Partien noch selbst analysieren musste. Und als dann eben auch tatsächlich in so einer unklaren Stellung nicht unbedingt auszudrücken ist, wie viel jetzt weiß oder schwarz besser stehen. Ja, hier, das war so ein Zug, den hätte man ein bisschen offensiver spielen können, sagt die Engine und schlägt dann auch gleich prompt ganz andere Sachen vor, aber eine ausgeglichene Stellung. Ja, und jetzt, warum ist das jetzt vorteilhaft für Weiß? Engine schlägt vor, hier zu schlagen. Dann das. Ah, und dann ist geräumt. Ich habe in der Partie noch gesagt, da könnte was gehen mit den taktischen Mitteln. Ich dachte, er könnte vielleicht, oder meine Überlegung und Idee war, er könnte meine Dame irgendwie ablenken. Wäre auch noch die Frage, was ich mache, nachdem er hier mit dem Springer zum Beispiel meinen Bauern schlägt, der auch hängt. Wahrscheinlich habe ich dann. Ja, ich kann nicht direkt die Gabel spielen, weil dann meine Dame angegriffen ist. Also nach dem Zug überlege ich gerade. Dann bleibt für mich, Engine schlägt sowas vor. Aber dann wird es hier unten auch noch interessant. Dann habe ich vielleicht die Gabel wieder. Ja, also das Springer schlägt D4 war wahrscheinlich zu optimistisch, aber der einfache Weg ist das. Das hätte ich auch sehen können, eigentlich sehen sollen. Er schlägt hier, räumt damit den Weg für die Dame frei, die dann hier unten reinschlägt. Und dann habe ich am Ende einfach Material verloren. Tatsächlich hat er rochiert, das war meine Rettung. Ab da ist die Partie sofort verloren, sagt die Engine. Also in einem Zug von Vorteil 2,5 Bauerneinheiten auf komplett verloren, mindestens 10. Und dann habe ich es diesmal geschafft, das relativ ungefährdet zu Ende zu spielen. Also zumindest sinkt die Engine-Bewertung nicht mehr unter minus 10. Es ist auch relativ unerheblich, dann in diesem Bereich nochmal zu differenzieren. Gewonnen ist gewonnen und hier kann man es tatsächlich dann noch aufgeben.
Ja, vielen Dank für die Partie und ich hoffe, dass wir das irgendwann wiederholen. Und wenn ihr beim Zuschauen Spaß habt, wie immer, freut mich ein Daumen hoch, freut mich ein Abo und freut mich ein Playlist gucken zu den ganzen Schachpartien, die ich hier schon gemacht habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.